Hey meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen auch zu dem heutigen Video. Ich habe heute mal wieder ein Geburtstags-Make-up für euch. Ich habe schon mal eins hochgeladen, ich weiß. Aber ich feiere heute nochmal Geburtstag mit Familie und Freunden. Und von daher zeige ich euch noch einen Geburtstag. Ein Outfit etwas eleganter als das andere Outfit, weil es kommen Freunde, es kommen Verwandte. Und darum wird das Make-up halt noch ein bisschen intensiver sein. Ja, und auch ein Hairstyling, wenn ich die Zeit noch dazu habe. Und dann würde ich sagen, wir quasseln gar nicht lange, sondern wir legen jetzt einfach mal los. Also, ich habe mein Gesicht schon eingecremt, habe meine Augenbrauen auch schon Tattoo Brow gemacht, habe es auch schon abgezogen, wie ihr sehen könnt. Und habe auch schon ein Primer aufgetragen. Jetzt werden wir noch mein niedliches Katzenöhrchen auftragen, um die Haare aus dem Gesicht zu machen. So. Jetzt mache ich mal kurz ein bisschen höher. So ist perfekt. Und wir werden heute ein Smoky Eye schminken. Das heißt viel Schwarz und viele Brauntöne. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit Concealer. Dadurch, dass ich momentan so beschissen geschlafen habe, habe ich total ungenügend. Ich muss mich ein bisschen, glaube ich, näher ranholen. Aber da habe ich hier so richtig fette Augenringe. Und das geht gar nicht. Und die werde ich jetzt mal eben ändern sozusagen. Ich nehme einfach erstmal diesen Rosaton und setze den hier erstmal unterm Auge an. Um meine Augenringe mal so ein bisschen abzudenken, weil sie sind echt katastrophal heute. Geht gar nicht. Ich hoffe, das ist euch nicht schlimm, dass ich heute zwei Geburtstagslooks präsentiere sozusagen. Ihr könnt euch ja dann für einen entscheiden, welche ihr besser findet, der natürliche oder halt der etwas stärker, aber ich sage dadurch, dass heute die Familie und Freunde kommen, habe ich gesagt, es könnte mal ein bisschen ruhig was Stärkeres sein und auch halt auch was Außergewöhnlicheres. So. Und ich sehe aus, als hätte ich jetzt in die Fresse gekriegt. Aber ja, das decken wir jetzt ab. Und vorher nehme ich, glaube ich, nochmal den Grünton hier aus der Palette. Ich habe hier immer so einen roten Pickel und der nervt mich. Solche Pickel auch gerade mal aufkreuzen, wenn man genau weiß, es ist ein Treffen. Ah. So. Dann benutze ich meine Lieblingsfoundation und zwar ist die von Catrice. Die habe ich euch schon öfters in dem Video gezeigt. Nämlich so zwei Tropfen, das reicht auf alle Fälle. Nach dem letzten Theater. Ja. Ich mache einfach so ein paar Punkte auf meinem Gesicht. So ein bisschen auf dem Hals kann ich das gleich verblenden und nehme ich einfach meinen nassen Beauty Blender, am besten immer lassen oder angefeuchtet nehmen, dadurch lässt sich die Foundation einfach besser einarbeiten und ihr habt nicht so das Problem. Ich tupfe sie einfach so ein bisschen in meine Haut ein. Heute auch ein Kleid an zur Feier des Tages mal. Ich gehe heute nicht raus, also von daher kann ich auch ein Kleid anziehen, weil irgendwie ist das Wetter relativ merkwürdig momentan. Irgendwie Sonne, Regen ist schon irgendwie komisch. Und darum konnte man heute auch mal ein Kleid anziehen. So. 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 Die Base ist sozusagen fertig. Aber ich muss jetzt noch mit Concealer daran. Oder müsst ihr mal mein Lieblingsconcealer, und zwar ist der Catrice in der Waterproof, die Camouflage. Der ist auch schon fast alle. Das heißt, ich muss mir unbedingt wieder einen neuen holen. Und trage den auf, wo ich so Pickelchen und Rötung noch habe, die Foundation nicht hat geschafft hat, abzudecken. Dann kann ich auch gleich mein Augenlid ein bisschen mattieren, damit das Schwarz gleich besser hält. Und ich am besten so einen kleinen Beauty Blender nehmt ihr da am besten, damit ihr es unter den Augen einfach besser verteilen könnt.
So. Das tupft ihr am besten so ein, bis der Concealer genau da ist, wo er sein soll und bis der Concealer auch schon eingearbeitet ist. So, Auge gleich mitmachen. Ich habe hier übrigens meinen beleuchteten Spiegel hin und also die Batterien alle. Ja, ist scheiße, aber egal. So. So, dann ist das geschafft. Dann werde ich jetzt mein Gesicht einmal abpudern. Und zwar nehme ich dazu einfach ein weißes Transparentpuder. Das kann man schön schichten. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und puder das einfach jetzt mal ab. Und schon glänzt man nicht mehr so und der Concealer und die Foundation hält einfach länger. Ganz wichtig auch unter dem Auge setten, weil ihr da halt Concealer aufgetragen habt. Aber das muss ich euch ja nicht alles nochmal sagen, das wisst ihr ja mittlerweile. Presst die einfach so lange in die Haut ein, bis ihr euer ganzes Gesicht mattiert habt. Dann sehe ich da voll blass aus und wenn ich dann in den Spiegel gucke, sehe ich überhaupt nicht blass aus. Merkwürdig. Das kommt wahrscheinlich wegen dem Licht. So, nachdem ihr das gemacht habt, sieht mein Gesicht jetzt so aus. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Als nächstes bake ich jetzt mein Gesicht oder zumindest unter den Augen. Aus dem Grund einfach, weil ich jetzt den schwarzen Lidschatten auftrage. Und es kann dann sein, dass er bröselt und dann ist das ganze Make-up darunter theoretisch versaut. Und das wollen wir ja nicht. Also backen wir das jetzt mal eben. Einfach nur so unterm Auge. Dass da, falls der schwarze Lidschatten runterkrümmt, dass ihr den da so wegpudern könnt. So. So sehe ich jetzt aus. Ich glaube, ich lasse das. Ich finde es eigentlich ganz cool. So. Dann gehe ich in eine Star Secret Palette. Ich glaube, die habe ich mal von Kik. Aber ich kann euch sagen, die ist verdammt, 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 verdammt gut pigmentiert. Und ich glaube, oh, die ist mindestens schon 2 Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Und, dann gehe ich jetzt mit so einem 8 geflachten Pinsel hier in die erste Farbe. Na. Guck mal, ich bin jetzt einmal in die Farbe reingegangen und der ist so gut pigmentiert. Also das ist echt der Wahnsinn. Das kenne ich normalerweise nur von etwas teuren Schattenpaletten. So, die auch sehen könnt, was ich hier mache. Mache ich meinen Spiegel ein bisschen runter. So sieht mein Auge jetzt aus. So, wir haben schon mal schwarz, aber das Schwarz ist mir natürlich noch nicht intensiv genug. Das machen wir jetzt noch intensiv, das mache ich jetzt mal schnell auf dem anderen Auge. Ich weiß nicht, könnt ihr mich sehen oder auch, na, ich denke mal so ist besser. So. Schwarz habe ich auch schon, wie schon gesagt, sehr, 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 sehr oft benutzt. Also ist nicht das erste Mal, dass ich das Schwarz benutze. Dann gehe ich mit so einem Verblenderpinsel in dieses letzte Schwarz rein. Und das ist so ein Glitzerschwarz, könnte man sagen.
Den mache ich schon mal fertig. Bevor ich das mache, nehme ich noch mal eine zweite Lidschattenpalette von Max Amore. Die hat hier oben nämlich auch so ein paar dunkle Töne. Und dann gehe ich jetzt in dieses erste Schwarz rein und dieses zweite Schwarz und mische die beiden. Und trage das nochmal aufs Lid auf. Und das Schwarz nochmal so ein bisschen zu intensivieren und ja. Und dann nehme ich meinen Wafferpinsel und mache das Glitzerschwarz als letzte Base sozusagen drauf. Und schon ist das Auge richtig schön schwarz, wie ihr sehen könnt. Ich mag das ganz gerne. Smoky Eyes trage ich aber auch nicht immer, weil es ja wirklich, man kann auch natürlich die Smoky Eyes tragen. Stimmt, gar keine Frage, aber ich finde, wenn man schon Smoky Eyes trägt, dann sollte es wirklich schwarz sein. Und das verblende ich jetzt sozusagen noch ein bisschen. Auch auf dem anderen Auge. So. Dann nehme ich einen kleinen abgeflachten Pinsel und gehe sozusagen nochmal in das Schwarz rein. Und ziehe hier unten am Augenlid nochmal schwarz entlang, um das wirklich nochmal richtig schön dunkel und dramatisch zu gestalten. Ich sage, das mache ich sonst relativ selten, aber ihr seht schon den Unterschied. Es macht schon einen Unterschied. Gleich mache ich dann immer auf der anderen Seite. So, hier oben nervt mich das noch so ein bisschen. Jetzt muss ich noch mal eben so ein bisschen verblenden. So, so sieht das Smoky Eyes jetzt aus. Jetzt können wir das Gesicht wieder abpudern. So, ah, der Concealer jetzt auch so ein bisschen gesettet. Und B, alles, was jetzt wirklich runtergebröselt ist, kann ich jetzt einfach abwischen. Tada! So, dann benutze ich als nächstes ein Kabuki-Pinsel. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Und bronze jetzt sozusagen ein bisschen mein Gesicht. Ziehe den einfach so ein paar Mal an der Stirn entlang. Wieso guckt man dabei eigentlich immer wie ein Fisch? Kennt ihr das? Das hier oben nochmal an der Schläfe so ein bisschen entlang. Ich weiß gar nicht, wozu ich mir ein Haarband reingemacht habe. So. So. Ein bisschen hier noch bronzen und ein bisschen da noch bronzen. Gleich jetzt schon mal den Haarreif rausmachen. Und bronze hier nochmal ein bisschen nach. Und da und hier unten nochmal. So. Dann benutze ich als nächsten Schritt Rouge. Normalerweise benutze ich mein Rouge von Eustar, aber das ist sehr rosastichig. Und dadurch, dass ich genau hier ein Pickel habe, ist das natürlich scheiße. Also muss ich ein Rouge nehmen, was nicht so extrem ist. Und da kommt mir das Rouge von Glossybox doch schon mal sehr gelegen. Und ich finde es einfach so einen richtig schönen,
frische Glow aufs Gesicht. So. So, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Stunden. Und zwar ist das einmal so ein Highlighter-Stift von Catrice. Den setze ich hier so in einem Winkel an. Dann benutze ich noch Highlighter. Dann nehme ich mal einen Highlighter von Gerade Loop, weil ich finde, der glänzt einfach schön. So. Ich muss noch ein bisschen was drauf machen. Dann mache ich hier oben über der Augenbraue noch ein bisschen. Verblende das auch wieder. Dann trage ich als Base eine Mascara auf von Revive the Loop. Dadurch verklumpen die Wimpern nicht so, wenn ich gleich Mascara auftrage. Und Mascara ist ja ganz wichtig, gerade bei Smoky Eyes. So. Ihr könnt natürlich auch noch falsche Wimpern auftragen, was für Smoky Eyes definitiv passt, gar keine Frage. Aber ich finde dadurch, dass der Look sowieso schon so dramatisch ist, kann man das ruhig so lassen. So. Und als letzten Schritt nehme ich jetzt einen Lippenstift, dann nehme ich einen roten Lippenstift. Und zwar ist der von L'Oreal in der Farbe 205. Damit ist das Make-up fertig und ich zeige jetzt meinen Look und eine schnelle Frisur. So, mein Kleid besteht theoretisch hier oben aus so einem Spitzenstoff. Dann muss ich wieder mal rausmachen, dann geht das hier so runter, auch nochmal mit so einem Spitzstoff und dann geht das circa bis zu den Kniescheiben. Und hier oben hat das keine Ärmel. Und jetzt zeige ich euch nochmal eben schnell eine Frisur. Und als Accessoires heute trage ich so kleine Ohrringe, meine Kette, mein Ring und meine Waffeluhr. So, ohne nämlich mal meinen Lockenstab zu haben, der hat ganz leichte Locken, also ganz Korkenzieherlocken. Nehme mir aber eine etwas dickere Strähne und lasse es circa 10 Sekunden drin. Und damit entstehen dann diese wunderschön leichten Wellen. Das mache ich jetzt mal eben im Schnitt. So, die erste Seite ist fertig. Und machen wir schnell mal eben an die zweite Seite. Ach ja, und eure Videofrage lautet, was tragt ihr lieber, Locken oder glatte Haare? Und was habt ihr für eine Haarstruktur, Locken oder glatt? Das würde mich auf jeden Fall... heiß! Passiert euch das auch ständig? Sehr interessiert auf jeden Fall. So. So, die Locken sind jetzt fertig. Jetzt werde ich sie so ein bisschen auflockern, damit sie nicht einfach nur mit dem Fingern so ein paar Mal durch. Einfach nur so ein bisschen lockern hier, so wie ich das jetzt gerade mache. So. Und damit hoffe ich, euch gefällt der Look. Ist mal was anderes, finde ich. Beantwortet auf jeden Fall die Videofrage, ob ihr Locken habt oder eher glatte Haare.
Ich habe normale glatte Haare, aber locke sie auch wahnsinnig gern. Zum Beispiel zu besonderen Anlässen. Also danke, dass ihr drin geblieben seid. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Und Abo, halt, bevor wir wegschalten. Vergesst mich auf jeden Fall nicht zu abonnieren, um mir eure Kommentare dazulassen. Macht's gut.